Wir müssen jetzt diesen hohen Turm erklimmen, ohne von den kleinen Biestern gefressen zu werden, oder wie? Ja, ich würde so lachen, wenn Fonlok echt auf Koreanisch Herd heißt. Ich würde so lachen. Weil wie gesagt, eigentlich ist das eine Eigenkreation aus dem Altnordischen. Irgendwie werden die Kübelfahrten nie langweilig, finde ich. Oh, wow. Gibt's hier irgendwas Cooles? Ich schaue immer mit einem Auge so nebenbei, ob ich irgendwo Gemälde für die Erinnerungen sehe. Die Dächer. Ich schätze mal, ich soll den Schildern folgen. Darf ich da balancieren? Nein, darf ich nicht. Schade. Da werde ich auch nicht drauf kommen. Rar. Wieso sollte ich Feinde anlocken wollen? Oh, darum. Hey! Hey! Oh, damn. Okay. Da, ja. Aber ich glaube, die Logik passt schon, oder? Kommt her. Wow, no! Kommt her. Wow, die Dinger können ja weit springen. Muss ich die jetzt so alle loswerden, oder wie? Hier bin ich. Ich troll diese Dinger gerade so hart. Drei sind noch übrig. Ich will jetzt alle loswerden. Okay, weg sind sie. Wäre wahrscheinlich geschickter gegangen, aber ich habe es auch irgendwie geschafft. Faszinierend. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ja, das weiß ich schon, geh weg. Das wollte ich. Ah ja, eine Haupterinnerung ist hier irgendwo. Wahrscheinlich hier oben im Turm. Sieht zumindest danach aus. Und zwei andere. Okay. Geht's hier auch runter irgendwie? Da komme ich nicht runter. Nee, da komme ich nicht runter. Okay, schade. Schade. Juhu! Was ist denn das? Sind das die Babys von diesen komischen Dingern? Da oben ist ein Bild. Muss ich zu dem hoch? Irgendwie finde ich es cool. Ew. Oh no. Schönen Abend, Crystal. Wow! Wieso können die so weit springen?
komme ich hier nicht hoch, aber da. Gut. Eigentlich wollte ich ja gucken, ob ich zu einem Bild da hinten hinkomme, aber hat eh nicht so ausgesehen. So cute. Hep. Und hep. Und hep. Und hep. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so wollte. Weil eigentlich wollte ich mich zuerst da drüben umsehen. Ups. Geht's da jetzt nochmal zurück? Ganz zurück? Bitte? Ah ja, okay. Dankeschön. Okay, dann hoffen wir. Aber ich wollte gucken. Nee, da? Eine Erinnerung. Ha? Die Stadt ist voller Neon. Das war nicht immer so. Früher gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Aber die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages schaltete jemand Regenbogenlampen ein. Neonleuchten im ganzen Haus. Diese Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf alle an, in ihren Häusern jede Menge Lichter anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für die Menschen, wieder Farben zu sehen, wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Okay. Katapult! Oh Gott, dieser Wortwitz. Auf Englisch noch besser, Katapult. Wo muss ich dich jetzt hinrollen? Da darf ich nicht hoch. Da muss ich hoch. Okay. Dum, 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 dum. Und hep. Und hep. Brrr. Schönen Feierabend, Zelda. Da muss ich rüber, oder wie? Ich warte nur drauf, bis die nächsten von diesen kleinen Blob-Viechern da wieder kommen. Sieht alles ganz danach aus, nämlich. Aber wir nähern uns dem Turm. Okay. No! No! No. Ich bin hier. Ich bin hier. Die fallen da ja gar nicht runter. Achso, muss ich die da so einsperren, oder? Oh no. Wow. Okay, 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 okay. Noch was Interessantes? Ne, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Du bist nur ein Neonschild, keine Erinnerung? Okay.
Alles klar. Miau, 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 miau. Ey, könnt ihr da unten mal die Klappe halten? Das war echt lieb. Doofe Zirks. Ganz doofe Zirks. Tippel, tappel, tippel, tappel. Yep. So. Ah, da drüben muss ich hin. Wie komme ich da hin? Und da. Okay. Und dann. Ey. Hoch da. Wieso klingt das so gefährlich? Mir gefällt das gerade nicht, wie sich die Musik entwickelt. Gefällt mir ganz und gar nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh. Oh no. Okay, sie werden noch nicht auf mich aufmerksam. Sobald ich da reinspringe, vermutlich. Wo geht's dann hin? Das ist die Frage. Oh no. Oh no. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Kommen die da rüber? Nee, sieht nicht so aus. Aber das sind doch mehr. Oh je. Ich muss da irgendwie hoch. Das heißt, da schnell sein. Kommen die da hoch? Kommt die da rüber? Okay, also so hoch kommen sie nicht. Auch wenn sie es gern probieren. Ja, genau, probiert es weiter. Fallt runter. Ja, fallt runter. Voll gut. Und tschüss. Ha! Geht doch. Da drüben sind schon wieder diese Biester. Finde ich voll nicht okay. Aber die hängen da drin, oder wie? Und ich muss da rein. Ja, nee, ist klar. Wie werde ich die dann los? Was gibt's hier Schönes? Noch eine Erinnerung. Nekokorb. Sie waren für die Abfallwirtschaft zuständig. Als der Müll aus der oberen Ebene die Slums überflutete, versuchten sie ein Bakterium zu entwickeln, das alles auflöst. Nachdem die Menschen verschwunden waren, mutierte das Bakterium. Sie wuchsen und fraßen weit mehr als nur Müll. Und jetzt haben wir Zirks. Los geht's. So sind die Zirks entstanden. Alles klar. Also plastikfressende Bakterien, glaube ich, sind ja aktuell wirklich in Entwicklung oder schon entwickelt worden. Irgendwas war da. Wenn ich jetzt das Tor hacke, wie komme ich da schnell hoch? Gar nicht. Das heißt, ich muss dann laufen. Laufen. Und hier wieder hoch, oder? Und da dann wieder runterspringen lassen. Ja, hack die Tür. Achso, weil sie auch Metall fressen. Darum haben die Robos Angst. Gut. Erinnerung freigeschaltet. Ganz schön schwatzhaft. Aber hey, es hat funktioniert.
hat funktioniert genauso, wie ich das wollte. Muss ich jetzt da rüber oder da hoch? Was ist denn da oben? Ich habe jetzt schon 100 Mal miaut? Oha. Ich maut zu gerne. Also, ich bin nicht nur im Stream gesprächig, sondern auch als Katze mega gesprächig. Stabil. Oh no. Oh no. Weg. Okay. Gut. Ich mag diese Zergs nicht. Ist aber, glaube ich, voll legitim, dass ich die nicht mag. Wir nähern uns immer weiter dem Turm. Mäh. Jump. Weitere Erinnerungen sind hier jetzt eh keine, oder? Nee. Die Haupterinnerung halt da oben dann. Passt. Ein Aufzug. Aber ein zu kleiner. Oh no. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte so wissen müssen. Ah. Nein! Nein, sie haben mich, sie haben mich, sie haben mich! Das sind zu viele! Oh. Okay, 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 okay. Aber grundsätzlich, da in dieser Arena, glaube ich, muss ich überleben. Weil es da halt so schön runtergeht, wenn sie springen. Ich habe sonst keine Ausweichmöglichkeit. Da komme ich nicht hoch. Nee, ich muss es so machen. Oh je. Okay, okay, okay. Also die Haupterinnerungen kann ich nicht verpassen, alles klar. Nein, 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 sobald sie dich einmal haben. Das sind zu viele! Das sind zu viele! Ich wollte zu viel zu schnell. Dann der auf mein Haupt. Es werden ja immer mehr. Ah. Nein. Ah. Warum komme ich jetzt nicht in den Aufzug rein? Weil ich auf den Aufzug drauf muss. Okay. Könnt ihr runterfallen? Dankeschön. Dankeschön.
ist das eigentlich alles? Das sind mutierte Rußmännchen aus Totoro, hätte ich jetzt mal behauptet. Da hoch müssen wir. Da hoch müssen wir. Okay. Wir sind hier. Befestige den Sendeempfänger an dieser Antenne. Warum klackert der so? Muss das so? Nee. Muss sicher nicht so, oder? Warum können Katzen keine Leiter benutzen? Ah, da. Sendeempfänger. Kommt das der Videosequenz? Sieht ganz so aus. Ah. Das ist aber nett von der Tür, dass sie mir zeigt, dass sie nicht aufgeht. Wäre mir sonst selber gar nicht eingefallen. Ich wollte unbedingt wieder zurück zu den unendlichen Gegnern da unten. Ich vermisse sie. Ja, jetzt haben wir den Empfänger angebracht. Und nun? Zurück zu Momo, oder wie? Schau, die Aussicht. Von hier aus ist es wunderschön. Ich erinnere mich jetzt. Die Stadt. Sie sollte ein Schutzort sein. Ein Schutz wovor? Sie sehen aus wie Sterne, aber es sind nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Die Menschen bauten diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen. Aber das hatte seinen Preis. Niemand kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe, völlig verödet, unbewohnbar und gefährlich. Das muss aber lange her sein. Wir waren ja in der Außenwelt. Da war es grün, da war es hübsch. Da ist unsere Freundin. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Und mein Versprechen war nicht nur in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Was, wir sollen jetzt die ganze Stadt retten? Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Aber ich bin mir jetzt sicher, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sendeempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen. Okay. Und wozu bekomme ich noch genug Gelegenheiten, Zelda? Um gegen diese Zergs zu kämpfen? Ja, ich befürchte es auch. Ich mag die Dinger nicht. Eine Kübelfahrt ist lustig, eine Kübelfahrt ist schön. Und sie dauert doch so lang. Oh, Cutscene. Sehr gut. Momo, wir sind wieder da. Miau. Miau. Die Slums, Teil 2. Momo? Da ist ein Zettel. Momo! Schau mal, ein Zettel. Nee, was du nicht sagst. Kleiner Außenweltler, wenn du das liest, heißt das, dass du noch am Leben bist. Ausgezeichnet. Ich habe ein paar Geschäften in die Bar... Was? Ich habe ein paar Gerätschaften in die Bar gebracht, um ihre Antenne dort zu nutzen. Komm her, ich warte schon auf dich. Ich habe das Fenster verriegelt, aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet... Bist du bescheuert? Achte auf die Groß- und Kleinschreibung. Wir sehen uns in der Bar. Momo. Das muss der Code für das Fenster neben dem Eingang sein. Los geht's. B12, ich hoffe mal, du hast den Code Intus. Ich bin eine Katze. Der hat sich da hingekriegt, ja. Okay. Momo ist in der Bar und wartet auf uns. Was kann ich... Ich kann das da... Was ist das da oben? Erde. Die Erde ist der dritte Planet von der Sonne und hinsichtlich Masse und Durchmesser der fünftgrößte im Sonnensystem. Bis heute ist sie das einzige Himmelsobjekt, das bekanntlich Leben beherbergt.
Laut radiometrischer Datierung ist die Erde 4,54 Milliarden alt. Sie hat einen einzigen natürlichen Satelliten, den Mond, der kurz danach entstanden ist. Die Gravitationswechselwirkungen mit dem Mond erzeugt die Gezeiten, stabilisiert die Drehachse der Erde und verringert allmählich ihre Drehgeschwindigkeit. Alles klar. Habt ihr euch das gemerkt? Ich prüfe euch dann. So, wo ist die Bar? Wo ist in so einem Kaff die Bar? Eine Map wäre schön. Haben wir keine. Na gut, ich rodel da jetzt mal runter. Ich schätze mal, die Bar wird eher Richtung Hauptding da drüben sein, oder? Da, so. Da unten. Ist das eine Bar? Oder was ist das? Wieso darf ich da nicht runter? Komm schon. Weißt du, wo die Bar ist? Weiß ich, ich muss mich konzentrieren. Ich will ihn jetzt erschrecken. Ja! Ist tatsächlich gegangen. Boah, ich bin schon gemein, ey. Jetzt hat der Ärger bekommen wegen mir. Komm ich da jetzt rein? Ich putze wieder die Treppe meines Ladens. Hör auf, hier in meinem Laden zu spielen, du tollpatschiger Racker. Okay, ich geh da jetzt mal rein. Dankeschön. Gibt's hier was Cooles? Oder darf ich hier jetzt einfach demolieren? Oh, Balli. Darf ich nicht damit spielen? Das darf ich runterwerfen? Schön. Ey, hier drin muss doch irgendwas geben, oder? Wenn ich das jetzt schon so freigespielt habe. Oder nicht? Sieht nicht so aus. Okay. Ah, ich darf ein Reinigungsmittel mitnehmen. Nice. Okay, ich habe ein Reinigungsmittel. Aber ich helfe dir nicht putzen. Bäh. Oh, hallo. Zoe. Naja, wenigstens findet Cosma gute Verwendung für das ganze Reinigungsmittel. Ich wette, manche Leute würden für eine volle Flasche Super Spirit eine Menge bezahlen. Okay. Wir haben eine volle Flasche Super Spirit. So. Es wäre halt nett zu wissen. Tauschhändler, Super Spirit Wäscherei, Omas Kleidung, Elliot Programmierung. Also ich glaube, ich bin gerade völlig falsch. So. Hallo. Alle verqueren Sachen sind immer dir, Kumpel. Ich traue mich nicht, unser Dorf zu verlassen. Es ist zu gefährlich. Außerdem ist der Wächter der Einzige, der diese Tür öffnen kann. Haha. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Was gibt's hier hinten Schönes? Irgendwas? Irgendwo? Geh nicht danach raus, oder? Achso, jetzt bin ich da wieder. Jetzt bin ich da wieder. Okay. Oh! Ich habe die Bar gefunden. Hihi. Hey, kleines Fellknäuel. Komm her. Ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Hola. Ich meine, Mao. Willst du etwas? Nee, eigentlich nicht. Hallo. Du bist neu hier. Was kann ich für dich tun? Was kann ich da machen? Achso, da kann ich durchklitschen. Ja, ich komme ja schon, Momo. Oh, Video.
Kein Video. Verdammt. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Du schaffst das, Momo. Du schaffst das. Ich habe es fast geschafft. Hallo? Hört mich jemand? Hallo, ja, wir können dich hören. Wir sind aus den Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen und... Warte, bist du das Baltasar? Momo? Ich fass es nicht. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören, Baltasar. Wo bist du? Geht es den anderen gut? Ja, psch. Wir sind in Sicherheit, aber wir haben einen Weg nach oben gefunden. Psch. Hallo? Hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Sehr gefährlich. Zirks, überall. Kanalisation? Wie? Hallo? Verdammt nochmal, wir haben das Signal verloren. Ich fasse es nicht, sobald das alles am Leben. Er und die anderen Außenweltler haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen. Die Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums, aber wenn Baltasar es geschafft hat, muss es einen Weg geben. Oh, jetzt ist er wach. Hallo. An der Kanalisation kommst du nicht vorbei. Dort wimmelt es von Zirks. Sie werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen, besonders aus dir, Kleines. Viele haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht. Das geht nicht gut aus. Wie auch immer, ich habe dich gewarnt. Deine Angelegenheiten gehen mich nichts an. Wow. Charmanter Dude. Echt charmant. Ha, Shimus. Sein Vater Doc war früher ein großer Wissenschaftler. Er arbeitete an einer neuen Waffe zur Bekämpfung der Zirks. Wetten, B12 ist diese Waffe? Bin mir fast sicher, dass B12 die Waffe ist. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen und kam nie wieder. Shimus, wie spricht man das aus? Shimus war seitdem nie mehr dasselbe. Hör nicht auf Shimus. Er hat nur Angst, so wie ich es hatte. Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist es unsere Tür zu den Außenweltlern. In seinem Notizbuch erwähnte Doc ein paar Mal ein geheimes Labor. Das muss der Ort sein, an dem er daran gearbeitet hat. Vielleicht gibt es einen Hinweis in der Wohnung von Shimus. Komm schon, folge mir. Dann gehen wir zu Shimus. Du kennst den Weg, ich gehe dir nach. Oh, hallo. Oma hat mir diesen Schal gestrickt. Ist er nicht wunderbar? Sie macht das so gut. Ja, das ist schön. Das hat Oma gut gemacht. Hallo? Gehst du weiter? Ich folge dir schon. Ich bin nur eine Katze. Ich gehe in die Straight. Tadak, tadak. Er putzt doch immer der Arme. Bist du jetzt dazu verdonnert, das ganze Spiel lang hier zu putzen? Oh, du Armer. I'm sorry. Oh. Ankündigung. Ich bin auf der Suche nach Notenblättern. Was? Um mit meiner Gitarre hier ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Wenn du welche findest, bring sie mir. Ich wohne in der Nähe des Aufzugs. Morusk. Oh, der arme Puss ist echt für immer. Komm schon, Shimus. Mach die Tür auf. Du weißt, dass dein Vater uns hätte helfen wollen. Und das war zu erwarten. Diese Situation ist ziemlich hart für Shimus. Er will nichts mehr von den Außenweltlern hören. Mir will er nicht helfen. Aber du? Ich glaube, ich habe eine Idee. Oh, danke schön. Hier, nimm Docs Notizbuch und zeige es Shimus. Es enthält eine Menge Informationen, die hoffentlich wie ein Stromschlag wirken werden. Finde das Geheimlabor, kleiner Außenweltler. Ich gehe zurück in die Bar, um zu versuchen, die Kommunikation mit den anderen wiederherzustellen. Alles klar. Wenn du das sagst, Momo. Und der Puss ist echt für immer. Oh, der Arme. Das wollte ich nicht. I'm so sorry. War es das echt wert? Für ein Reinigungsmittel? Ich hasse es ja selber zu putzen. BTF. Was machst du denn hier drin? Ich hab's dir doch gesagt, durch die Kanalisation zu kommen ist reiner Selbstmord. Lass mich in Ruhe.
Lass mich deine Wohnung erkunden. Was ist das? Warte, ist das von meinem Papa? Wie können Roboter Kinder haben? Kann mir das jemand erklären? Oh wow, das wusste ich gar nicht. Es gibt ein geheimes Zimmer hier in unserer Wohnung. Aber wo? Ja, aber wo? Nee, ich hatte zum Glück noch nie... Ja gut, schon, als ich ausgemalt habe, so die einzelnen Flecken. Aber jetzt nie was wirklich Krasses. Oh. Ich darf jetzt die Bilder von der Wand kratzen, oder wie? Haha! Die Zeit wird es zeigen. Okay. Ich will trotzdem alles von der Wand jagen. Hihi. Ist das gut? Oh! Wir brauchen einen Digicode. Ja, gut, ja, keine Ahnung vom Passwort. 2511. Bin ich gut oder bin ich gut? Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Ich kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, ihn die ganze Zeit von mir zu verstecken. Diese Baupläne, die müssen für seine Zerg-Waffe sein. Papa war immer so ein geheimnisvoll mit seiner Arbeit. Er sagte mir, dass die Waffe in der Theorie funktionierte, aber einen Praxistest brauchte. Er ging nach draußen in die Slums und kam nie wieder. Ich sag nach wie vor, es ist B12. Ich dachte, damit habe ich jetzt irgendwas gemacht. Nope, habe ich nicht. Okay. Defluxor-Bauplan. Vernichtung von 20 Zergs pro Sekunde. Okay. Das wäre nice. Das wäre halt echt nice. Aktuelle Roboterschlagzeilen. Zergs sind offiziell außer Kontrolle. Sie fressen jetzt Metall. Ja, ab dem Moment wurden sie für die Robos auch gefährlich. Beobachtungen. Sie reagieren auf das grelle Licht? Hat darum... Hat, nee, die Taschenlampe hat ja nichts gemacht von B12. Okay. Da drin muss es irgendwas geben. Ganz am besten hier oben. Ich habe noch nichts gefunden, das ich ihm in die Hand drücken könnte. Kann ich noch andere Kartons demolieren? Runterfallen lassen? Whatsoever. Kann doch nicht der einzige gewesen sein, oder? Hey, hier ist Wasser. Hier ist Wasser. Boom, tschakalaka. Ah, da! Da haben wir noch eine Box. Da scheint was drin zu sein. Kaputter Peilsender. Nice. Hey, Simas.
Ja, ich habe was Interessantes gefunden. Hier, guck. Ein Peilsender. Aber er ist kaputt. Warte, das Ding kenne ich. Das ist ein Peilsender. Sag ich doch. Papa hat diesen Peilsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen, um herauszufinden, wo er hingegangen ist. Ich kann nicht glauben, dass mein Papa noch am Leben sein könnte. Ich habe ihn zu sehr vermisst. Du brauchst eine Waffe für die Zergs, richtig? Mein Papa hat definitiv eine mitgenommen. Wir müssen nur den Peilsender reparieren, damit wir ihn finden können. Jemand in den Slums kann uns sicher helfen. Komm mit mir, ich öffne dir die Tür. LOL! Gott, ist das buggy! Ich bin gar nicht da. Ich bin eine Assassinenkatze. Dankeschön. Wo müssen wir jetzt hin? Hallo, mysteriöser, geheimnisvoller Fremder? Simus? Also ich muss mich erstmal umhören einfach. Okay. Einfach mal umhören. Oh, du armer du. Kannst du mir was verraten? Was ist? Okay, wir müssen wieder in die Bar. So, wo war die Bar? Die Bar war hier irgendwo, oder? Da. Hallo, Teddy. Hi, Bille. Warte mal, bevor ich hier weitermache. Was ist denn hier oben so? Da ist auch irgendwas. Essen die das wirklich? Ursprünglich hatten sie keinen Verdauungsapparat. Vielleicht haben sie sich irgendwie weiterentwickelt, indem sie den Menschen nachahmten. Meinst du, ich sollte mal was davon probieren? Ich möchte nicht respektlos gegenüber ihrer Lebensweise sein. Nice. Oh, mit dir kann ich auch quatschen, oder wie? Das ist die Zeitung von den Leuten, die oben auf Ebene 2 wohnen. Sie ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber es lohnt sich, sie zu lesen. Schön für dich. Ich will auf den Billardtisch. Komm schon. Billard. Nice. Habe ich sie jetzt eingelocht? Ich will sie alle einlochen. Rein mit euch. Und? Komm schon. Eingelocht! Eingelocht! LOL! Ihr wisst, was ich jetzt mache, oder? Bevor wir hier mit der Story weitermachen. Und rein. Und rein. Und rein. Dann haben wir alle, oder? Schön. Ich hab gedacht, vielleicht gibt es ein Achievement dafür. Meine unendliche Neugier. Was kann ich hier machen? Ah, hier kann ich wieder Krallen wetzen. Okay. Wenn ich schon nicht markieren kann, wie man eigentlich markiert, dann markiere ich eben so, dass ich hier war. So, Thomas war hier. Hihi. Momo, du kannst sicher den Peilsender reparieren. Ein interessanteres Gerät, aber es sieht kaputt aus. Vielleicht kann dir jemand aus dem Dorf helfen, es zu reparieren. Hast du in der Bar gefragt? Ich bin in der Bar! Are you effing kidding me? Oh, dann komme ich auch zurück. Was kann ich hier für einen Unfug machen? Ich will Unfug machen. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Lass mich da hoch.
Okay, hier kann ich nicht wirklich was machen. Schade. Hey Jacob. Hast du Lust auf einen Drink? Nee, aber hast du Lust auf einen kaputten Peilsender? Ich kenne einen Typen, der Sachen wie das hier repariert. Er ist sehr begabt, nur ein bisschen... Naja, du wirst schon sehen. Sein Name ist Elliot. Sein Büro ist gleich links von hier, in der Nähe von Omas Laden. Überall an seiner Tür sind Schilder angebracht. Alles klar. Links von hier. Schilder. Moment, gegenüber von Omas Laden. Was ist Omas Laden? Wo ist Omas Laden? Was? Ist das jetzt das Richtige, wo ich da gerade bin? Nee. Wo ist Omas Laden? Jetzt bin ich hier wieder. Ball. Doc. Warte mal. Komm schon, Katze, runter da. Mäh. Du sollst runter, nicht immer höher. Katze? Haben wir da ein Problem? Boah, bis die Feuerwehr kommen muss, weil du dich nicht mehr runter traust, oder? Genau. Geht doch. So. Hier ist eine Bar. Hier gleich links. Gegenüber von Omas Laden. Wo ist Omas Laden? Omas Kleidung. Okay. In die Richtung. Hier sind lauter Schilder. Elliots Programmierung. Bitte an die Tür klopfen und warten, bis wir öffnen. Ja, dann. Zählt das das Klopfen? Ja, das zählt das Klopfen. Hallo? Ich geh mal rein. Oh, was bist du? Ein Notenblatt. Schön. Wer bist du? Nestor. Alles klar. Hi Nestor. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin die namenlose Katze, die hier alles umwirft. Und ihr liebt mich, weil ich ein Außenweltler bin. Kann ich hier so... Hihi. Erstmal wieder demolieren. Oh, hier ist auch wieder was zu merken. Dieser Baum ist ein wissenschaftliches Wunderwerk. Es ist bemerkenswert, dass der menschliche Einfallsreichtum einen Weg gefunden hat, Pflanzen zu erschaffen, die ohne Sonnenlicht gedeihen. Organisches Leben braucht Bäume, um die Luft in der Stadt zu reinigen. Roboter brauchen keine, aber sie kümmern sich trotzdem um sie. Die Menschen hätten es so gewollt. Wir hatten heute ja schon die Diskussion, ob es überhaupt eine Katze oder ein Kater ist. Für uns ist es eine Katze. Aber wie wir die Katze nennen? Kein Plan, Chat. Wie würdet ihr die Katze benennen? Gib mal Vorschläge. Ja, kann ich dir helfen? Ja, Elliot, kannst du. Oh, wow, das ist ein toller Peilsender. Ich erkenne dieses Modell, es ist ein Tohima BR 2000. Mit diesem kleinen Gerät kannst du jeden lokalisieren. Darf ich? Ich weiß, wie man den repariert, aber wenn ich so am Bibbern bin, kann ich meine Tastatur nicht bedienen. Ich weiß nicht, ob ich krank bin oder so, aber ich fühle mich definitiv nicht gut. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich so am Bibbern bin. Ich glaube, ich brauche eine Decke, damit ich deinen Peilsender reparieren kann. Wow, Kreativ-Zelda, kreativ. In einem Spiel namens Stray nennst du die Katze Streuner. Wo kriegen wir jetzt eine Decke her?
Wo kriegen wir jetzt eine Decke her? Stricken! Omas Kleidung. Du bist Oma, oder? Du siehst wie eine Oma aus, ja. Ich liebe es zu stricken. Bis jetzt habe ich 478 Meilen an Schals gestrickt. Wenn du mir etwas Stromkabel bringst, könnte ich dir einen Poncho stricken. Du inspirierst mich. Aber es ist nicht leicht, hier die richtigen Materialien zu finden. Wo kriegen wir jetzt ein Stromkabel her? Oh! Ich kann mich an Oma anschmiegen. Wie süß ist das? Wo kriege ich jetzt ein Stromkabel her? Ey, B12. Irgendjemand der Kabel verkauft. Wow, hilfreich, B12. Wo ist dieser Schrotthändler? Da war doch irgendwas, oder? Tauschhändler. Weil die Wäscherei wird uns kaum weiterhelfen. Also. Tauschhändler ist da oben. Ach, wo der Wächter drin ist, oder wie? Nee. Wo ist dieser Tauschhändler? Was bist du? Ich bin der Kaufmann vom Markt. Du gibst mir etwas, ich gebe dir im Austausch auch etwas. So einfach ist das. Das hier ist ein uraltes Relikt, ein Zeugnis für das Talent unserer Vorfahren. Es kostet dich 3 Dosen Energy Drink. Okay. Also ich schätze mal, du bist der Tauschhändler, oder wie? Wer bist du? Lito. Okay. Das ist doch ein Stromkabel. Und ein Notenblatt. Du und deine Energy Drinks. Wo bekomme ich Energy Drinks? Ah, und für Stromkabel will er den Reiniger haben. Okay. Wir haben ein Stromkabel. Und wo bekomme ich... Ja gut, Energies werden vermutlich noch auftauchen dann mit der Zeit. Oder? Hast du da Energies drin? Okay, nee. In der Bar einfach Energies klauen, oder? Roshi. Aber ich kann mich nicht an jeden anschmiegen. Bis jetzt konnte ich mich nur an Oma anschmiegen, glaube ich. So, wo war Elliot? Hier ist die Bar. Hier geht es zur Omas Wäscherei. Hallo. Also ich muss wieder zu ihm hoch, genau. Hep, hep. Und hep. Bin da, wer noch? Elliot? Achso, nee, ich muss jetzt erst zu Oma, damit sie stricken kann. Von dem Stromkabel wird ihm nicht warm. Hallo Oma. Ja, ich habe das Kabel für dich. Da? Tschüss. Jetzt strickt die Oma. Wir haben einen Poncho. Bitte sehr. Das wird dir gut stehen. Ja, ich werde es nicht tragen, aber danke schön. Da war doch noch jemand zum Reden, oder? Oh, hallo. Wap. Cory. Schön. Ich hab gedacht, die sagen mir irgendwas Nützliches, weißt? Wieso lachst du mich aus, Zelda? Weißt du, Stream-Latenz und so. So, aber jetzt, Elliot, jetzt wird der warm. Ja. Der wird gleich nicht... Wo ist der Poncho?
Ah, da ist er. Sieht aus wie ein Notenblatt. Oh, wo hast du den denn gefunden? Er ist fantastisch. Lass ihn mich anprobieren. Schau, kein Biber mehr. Ich kann wieder arbeiten. Danke. Jetzt kann ich deinen Peilsender definitiv reparieren. Lass mich mal sehen. Ich muss nur noch ein Update machen und noch eine Sache. Voila! Ein reparierter Peilsender. Na bitte, Kleines. Viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Aber hier ist bestätigt, Kleines. Also wir sind wirklich eine Katze. Kein Kater. Also weil ich den Oberstep vergessen habe. Ja, passiert. Dann haben wir jetzt den Peilsender. Und müssen wir zu Seamus gehen. Ey, du Schnarchnase, du lässt mich gar nicht raus, oder wie? Pfuh, Frechheit. So ein Gemeini. Und ebenso. Jetzt, komm schon. Rau. Wo war nochmal Seamus? Ja, da muss ich ihn wecken, oder? Ja, sie verschlingen einfach alles. Boah, ist Seamus. Nicht doof. So, hier ist die Bar. Ah, hier. Seamus! Ah, hier bist du. Ja, natürlich. Obwohl ich nur eine Katze bin, mache ich deine ganze Arbeit, weißt du? Du hast es geschafft? Du hast ihn repariert? Gut gemacht. Gib ihn her. Aber jetzt kommt ein Video, oder? Wow. Wir haben einen Ping. Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann es einfach nicht glauben. Lass uns dem Peilsender folgen. Vielleicht finden wir heraus, wo mein Papa hin ist. Gehst du jetzt einfach so in die Kanalisation, oder wie? Ich glaube sie gleich. Wie muss? Oder Plot Twist. B12 könnte auch Doc sein, also sein Papa. Aber ich glaube nach wie vor eher, dass B12 die Waffe ist. Oh, mach mir kein schlechtes Gewissen. Ich bin eine Katze, ich muss hier Unfug machen. Nekopflanzen wachsen im Dunkeln. Brauchst du die Sonne nicht, um die Natur zu genießen. Ja, jetzt geh weiter. Komm schon. Das muss es sein. Er hat die Slums wirklich verlassen. Es ist gefährlich da draußen, aber ich muss mir sicher sein. Ich muss es wissen. Auf geht's! Geht einfach da durch, oder wie? Ah, wir gehen voran. Seamus, du bist ein Hosenkacker. Nimm dich. Hätte ich schon mehr erwartet. Aber wie cute ist diese Katze, bitte? Wir brauchen echt einen Namen noch für sie. Miau, 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 miau. Und womit verdienst du dein Geld? So, ach, ich sitze im überhitzten Zimmer vom PC und mauts vor mich hin.
Kann auch nicht jeder von sich behaupten, oder? Sieh dir all diese Zerg-Eier an. Sie werden uns auffressen. Ich schaff das nicht. Ich bin nicht so schnell wie du. Die Zergs werden mich ganz sicher erwischen. Hier, nimm dieses Abzeichen. Mein Papa wird es erkennen. Er wird wissen, dass du ein Freund bist. Außenweltler-Abzeichen. Okay. Ich werde dir die Tür öffnen. Das ist echt nett, Seamus. Danke, dass du mich zu den ganzen Zergs da rausschickst. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Oh Gott. Wo sind sie, die Säcke? Warte mal. Gibt es hier Erinnerungen? Hier gibt es 3 Erinnerungen sogar. Oh je. Oh je. Bin ich nicht okay. Ich halte mich ja lieber weiter oben, weil die können nicht so hoch springen. Hier ist kein Durchgang. Und wenn ich hier... Sackgasse. Okay, hier ist ein Durchgang. Ich will da nicht durch. Oh. Eine von 3 haben wir schon. Sieh mal, wie gewaltig diese Mauer ist. Ich erinnere mich, dass sie ein Symbol für die Trennung zwischen den Slums und dem Stadtzentrum war. Das und die Tatsache, dass sie ihren Müll immer wieder hier runtergeschmissen haben. Wie kann man sowas nur tun? Vielleicht ist das der Grund, warum sie gescheitert sind. Ja. Possibile. Possibile. Dum, dum, dum. Ja, okay. Einmal da runter und es geht nicht mehr weiter. Also, nicht mehr zurück. Run! Run! Ah! No! Sie haben mich, sie haben mich! Okay, die Animation ist jetzt kaputt, oder wie? Ja. War das jetzt ein Bug? Was war das jetzt? Okay. Also das ist jetzt wirklich wieder das reinste Survival. Läuft! Kriegen wir hin! Nicht lange erkunden. Laufen. Wer stehen bleibt, verliert. Ah! Ich wollte nach rechts rüberspringen. Darf ich da nicht links laufen? Weil nämlich die Katze auch nicht mehr animiert ist, sobald ich da links laufe. Oh, come on! Euer Ernst! Ich mag diese Dinger nicht. Ich mag sie nicht. Aber jetzt verstehe ich Seamus. Der hätte erst recht keine Chance. Ah.
Errungenschaft, kein Leben mehr. Bin ich jetzt so oft gestorben, dass ich eine Errungenschaft bekommen habe? Das kriegen wir schon hin. Also, das Zickzacklaufen ist nicht mal so schlecht. Aber halt eben nur bis zu einem gewissen Grad. Neunmal sterben. Ah, okay, danke schön. Ja, dann bin ich jetzt offiziell neunmal gestorben. Ah, ich muss da zuerst nach links. Oder? Nee, muss ich nicht. Geht so auch. Okay. Noch weiter Quietsch machen, oder wie? Kann ich nicht. Moment! No, 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 no! What? WTF? Was? Armes Katzi! Alles okay? Das war ein echt heftiger Sturz. Doc sollte in der Nähe sein, weit ist es nicht mehr. Oh no, jetzt haben wir wieder einen Humpelhax. Okay, der war... Einmal Futter lecken und alles wird gut, oder wie? Ja, einmal Futter lecken und alles wieder gut. Schön. Müssen wir da hoch, oder wie? Mäh. Okay. Vielleicht sollte ich echt mal wieder öfter Shooter spielen. Wir haben jetzt tatsächlich einmal hier Valorant gespielt. Also einmal auf meinem Channel, einmal bei Nulli drüben. Sollen wir mal wieder Valorant spielen? So, wo muss ich jetzt hin? Also hier geht es nicht weiter. Doch, hier geht es auch weiter. Oh no, hier geht es auch weiter. Warum geht es hier auch weiter? Geht hier hin? Ah. Zelda, lass mich einfach erkunden. Alles gut. Aber Dankeschön. Der Wissenschaftler, für den ich arbeitete, sagte immer, er wolle sich in ein kleines Häuschen zurückziehen und den ganzen Tag angeln. In der Stadt war das natürlich nicht möglich und das hätte seit mindestens 100 Jahren auch keiner mehr machen können. Was wäre, wenn wir uns in der Außenwelt ein kleines Häuschen mit einer harmlosen Angelrute und einem Haufen Bücher suchen würden? Ja, dann gibt's immer Fisch für Kätzchen. Finde ich super. Und alles gut. Ich glaube, genau das hätte der Wissenschaftler gewollt. Aber zuerst sollten wir Doc suchen. Okay. Ich könnte ja auch ein Nickerchen machen. Dum, dum, dum. Und hepp. Das sieht schon wieder so nach so einem bösartigen Feld aus. Ja, okay. Haben wir hier jetzt eigentlich alle Erinnerungen gesammelt? Ne, eine gibt's noch. Okay.
Nur, dass ich weiß, ob ich die Augen noch offen halten muss. Ah ja, ich glaube, ich weiß, wo ich hingehen darf. Aber zuerst wird hier alles erkundet. Dum, 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 dum. Ich hätte irgendwie auf ein Notenblatt oder so gehofft. Aber dann halt nicht. Schade. Aber wo läuft dieser Strunk? Oh. Da brauche ich irgendwas zum reinstecken. Alles klar. Das ist ein Stromgenerator, aber scheint irgendein anderes Teil zu benötigen. Nein, echt? Was denn nicht, sagst B12? Also manchmal könnte ich dich schon durch Sonne, Mond und Sterne schlagen. Was war das? Eww. So viele Zuckeier. Oje, oje, oje. Nicht schön. Gar nicht schön. Ah ja. Finden wir hier das gesuchte Teil? Oder eher nicht? Dum, 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 dum. Safe Zone. Safe Zone, ah ja. Wir werden einfach Forschungen betrieben. Dog? Ah ja. Das ist Dog. Wow. Warte, du bist kein Zerg. Wer bist du dann? Das ist mein Abzeichen, das du da trägst. Wie hast du es gefunden? Hat mein Sohn dich geschickt? Oh, Simus, du schlauer Junge. Ich bin schon seit Ewigkeiten allein hier. Ich bin hierher gekommen, um einen Defluxer zu testen. Aber es ist nicht so gelaufen wie geplant. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Du kannst dich gerne im Haus umsehen, wenn du willst, aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Ich habe eine Ahnung, Doc. Ich habe eine Ahnung. Aber zuerst schauen wir mal, was du alles hier so herumliegen hast. Oh, die letzte Erinnerung. Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme trugen. Sie waren klein und rannten umher und machten jede Menge Lärm. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Es waren Kinder. Durch sie waren die Straßen so viel lebendiger. Trotz aller Schwierigkeiten, die sie ihnen bereiteten, schienen die Erwachsenen sie sehr zu lieben. Doc sagte, er vermisst Simus. Ist das dasselbe? Tja. Oh. Hier, sei vorsichtig mit dem Defluxor. Bei voller Ladung kann er Zergs wie Konfetti in die Luft jagen. Dieses Prachtstück braucht 1,21 Gigawatt, um zu funktionieren. Und das Einzige, was hier so viel Saft hat, ist der Generator draußen vor dem Haus. Das Problem ist, dass er nicht anspringt. Ich glaube, eine Sicherung ist durchgebrannt. Und bei all den Zergs hier ist es zu gefährlich für mich, rauszugehen und ihn zu reparieren. Ich bin nicht schnell genug, aber vielleicht bist du es. Wenn du den Generator erreichst und die Sicherung auswechselst, sollte ich den Defluxor wieder aufladen können. Komm schon, folge mir. Ich zeige dir, was du tun musst. Oh je, doch noch mehr Zergs durch, oder wie? Doc? Finde ich nicht okay. Finde ich echt nicht okay. Doc? Doc? Ich habe jetzt gar keine Sicherung bekommen. Doc? Ich kann auch nicht mehr mit ihm reden. Gib mir die Sicherung! Wenn ich jetzt einfach wieder hochgehe, aktiviere ich dann eine Videosequenz, oder?
Ah, jetzt. Hier, nimm diese Sicherung. Sie ist brandneu. Das Einschalten des Generators wird laut sein, also rechne mit einigen Zergs. Sobald du den Generator repariert hast, sollte ich den Flux so aufladen und in Gang bringen können. Du musst nur diesem Kabel folgen, die Sicherung austauschen und mich dann wieder hier treffen. Viel Glück. Ah, er sollte eigentlich zum Fenster laufen. Ah, okay. Ja, dann haben wir einen dezenten Bug. Was wäre freundlich ohne technische Probleme, oder? Theoretisch, sobald ich hier auf dieser Seite bin, sollte ich ja safe sein. So halbwegs safe halt. Oh Gott, das wird was. Chat, wie oft glaubt ihr, dass ich sterben werde? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich tippe auf 17. Nein! Hast du eine Idee für den Namen? Für mich bleibt einfach die Katze. Ihr dürft den Namen entscheiden. Hey. Oh, good Lord in heaven. Ach du. Okay. Also mit seinem Licht. Nein! Ich muss langsamer sein. Ich muss langsamer sein. Ich hab gerade gefolgt mit der Lampe hier. Geht doch. Okay. Tschüss, Katze. Geht auch. Er tötet alle, dann geht er auf dich. Genau. Wir haben den Generator zum Laufen gebracht. Hast du gesehen, wie stark der Defluxor ist? Das ist definitiv unser Weg hier raus. Warte einen Moment. Vielleicht kann ich den Defluxor an deiner Drohne befestigen. Ich habe mich echt getäuscht. Ich wäre mir sicher gewesen, dass das so die geheime Erfindung ist und das eigentlich länger dauert. Finde ich aber gut, dass es anders war. Es hat geklappt, der Flugzeug ist jetzt an deiner schicken Drohne installiert. Und wie bekommt die Drohne genügend Saft dafür? Er ist nicht dafür ausgelegt, mit einer so kleinen Stromquelle zu laufen. Wenn du ihn zu oft benutzt, könnte er kaputt gehen. Denk dran, es ist gefährlich. Jetzt lass uns zurück ins Dorf gehen. Ich komme nach Hause, mein Sohn. Argel, ich sehe schon, bei dir muss eine Katze ägyptisch heißen, oder wie? Dog? Dog? Könntest du bitte... Dog? Stimmt, jetzt kann ich Fingerabdrücke suchen. Geisterjagd geht aufs nächste Level. Dog? Aktiviere ich das jetzt? Schaff all diese Sorgs aus dem Weg, damit wir hier durchkommen. Ah, okay. Oh, der funktioniert ja super. Aber wie ich vermutet habe, kann er überhitzen. Lass ihn ein bisschen abkühlen, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch, bis wir das Dorf erreichen. Oh no. Ja, jetzt nicht Kapitel, sondern Kontrollpunkt. Das meine ich.
Der Schalter funktioniert nicht. Sieht so aus, als ob der Strom abgeschaltet wurde. Ja, großartig. Doc, du bist echt unnütz, wenn ich das mal so sagen darf. Moment, die kann ich in die andere Richtung auch rollen. Weg mit dir. Dankeschön. Ey! Die ist jetzt im Weg, oder? Die hat sich jetzt zurückgerollt. Ja, und die ist jetzt im Weg. Du blöde Tonne, du! Ich trete dich gleich in die Tonne. Bleib jetzt! Dankeschön. Uff. Eine Katze rettet die Maschinenwelt, weil Maschinen zu doof sind. Wer hätte das gedacht? Die postapokalyptische Welt sind nicht Maschinen, sondern Katzen. Genau. Moment, gibt es hier jetzt eigentlich wieder neue Erinnerungen, oder? Nee, wir haben alle Erinnerungen. Passt. Das klingt gefährlich hier. Das klingt sehr gefährlich hier. Wie komme ich darüber? Ich kann doch nicht einfach Anlauf nehmen, oder? Achso, hier geht sie runter. Ich hab gedacht, da unten ist Säure oder so. Oh no. Okay, also das muss ich timen. Ich muss ein paar töten, muss davonlaufen oder warten, bis sie alle gebündelt beisammen stehen. Ich hätte die Hoffnung gehabt, dass ich da rauslaufen kann. Okay. Oh. Okay. Ja, aber die war ja überhitzt. Das war gerade das Problem. Gut. Wow! Oh! Ey, jetzt mach die Tür zu! Doc! 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 Voll nicht okay von dir? Das war knapp. Lass uns zurück nach Hause gehen. Genau. Ich warte hinter jeder Tür auf diese Viecher. Und schönen Abend, Tobias. Schön, dass du reinguckst. Eniac? Das wäre mal ein exotischer Name. Aber wie kommst du drauf? Wieso Nira? Schöne Wiedersehen von Vater und Sohn. Oh, cute. Wobei ich kann die Katze nicht Kickert nennen, dann bekomme ich immer während ich das Spiel spiele Heißung auf Schoko. Danke, dass du Doc gerettet hast, kleiner Freund. Es ist schön zu sehen, dass Simus nicht mehr alleine ist. Es wissen wir, dass wir uns gegen die Zergs wehren können. Momo hat in der Nähe der Kanalisation auf dich gewartet. Doc und Simus sehen glücklich aus.
Ich glaube, wir haben etwas zusammen etwas Gutes getan. Ja. Ja. Wir haben 40%. Oha. Besser als gedacht.